So, wo gab es die Quests? Weil gleich mal gucken, ob es wieder eine neue gibt, bevor ich eine neue annehme. Wir haben ja jetzt mit dem Druiden geredet. Hier ist Graf Zahl, jawohl. Ein Meerschweinchen, zwei Meerschweinchen, drei Meerschweinchen. Fällt mir dazu ein. Fünf. Graf Zahl, der singt das ja immer so. Okay, hier sind nochmal zwei Quests. Ich teile euch die. Kidira hat mich zu einer Gilde eingeladen. Ich kann es auch sein lassen, würde ich sagen. Hast du angemeldet oder? Oh, ich kann das Ding nicht mal benutzen. Klavierer. Du musst die alte Doch, abgeben. kann ich. Ihr müsst sie erstmal abgeben. Also ich kann euch die nicht teilen. Ich will dieses Tutorial nicht mehr haben. So, was sollen wir da jetzt machen? Zwei Was muss ich denn Spielen bitte abgeben? oder einen Gewinn? Na, die alte Raumjäger-Intro-Quest. Mit zwei Spielen. Ich habe die Intro-Quest gar nicht gehabt. Warum hattest du die nicht angenommen? Doch, du musst die gehabt haben. Wir Also hatten ich die habe ja. gerade was bekommen, ja. Ja, wenn du die, also das angenommen hast, hast du sie fertig abgegeben. E-L. Der Weltmeister trifft. Der Herr Götze? Gibt's ja gar nicht. Nee, der Herr Kramer. Achso. Der mit der Gehirnerschütterung. Patz! Oh. So, hast du die jetzt angenommen, Marcel? Hab keine bekommen. Hä? Ich kann die auch nicht teilen. Du musst da an dieses Terminal ran. Oben bei der Welches? Kampfausbildung war das, glaube ich, oder? Domi, wo war das Terminal? Bei der Kampfausbildung, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Was hängt wieder ja, hinterher? was? Ja, irgend so eine sinnlose PvP-Quest. Naja, einfach Öde. hier für den Raumjäger. Und wenn wir es gerade machen, können wir ja die Quest gleich mitmachen. Was ist daran sinnlos? Quests, die kein Mensch braucht. Doch, Leute, die Raumjägerkämpfe spielen. So wie wir momentan, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Trotzdem sinnlos. Oder auch nicht. Aber wir kennen ja die sinnlosen Diskussionen mit dir. Korrekt. Probe des dramatisch Extrovertierten. Die ist bestimmt sehr, Wie sehr sieht die revealing. aus? Achso. Stimmt. Nein. Ja. Warum geht das nicht? Ach, jetzt. Ja. Ja, also bei mir hängt die Bierwampe Bei mir raus. gucken da ein paar. Wir gucken da unten ein paar Underboobs raus. Auch mit. Ja, bei mir auch, bei meinem dicken Typen. Der hat auch geile Underboobs. So cool. Boah, lag das hier gerade, wo die ganzen Leute rumstehen. So, Merkquests habe ich nicht gefunden bei einmal im Kreisrennen. Boah, sieben Raumjägerkämpfe noch, boah. Boah. Mi, 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 mi. Ne, Schaffen wir sieben, eh nicht so macht. sieben Nee, die Kämpfe Leiter und wenn dafür wir zu sowieso gewinnen, nicht. kriegen wir jetzt Ja, zwei. aber wir gewinnen nie. Wir sind nämlich Kackjes. Ja, das kann ja sein. Also zumindest zwei könnten wir ja mal gewinnen. Oder wir machen halt die sieben voll, geben die ab und nehmen sie dann irgendwann wieder an und machen sie einfach nie. Haben sie aber auch einfach los. Müssen sie nicht mehr angucken. WV, das Auto heißt doch VW. So. Als nächstes dann das. Du. Gucken, was ich hier alles für Skillen brauche. Das brauche ich schon mal nicht. Scharina, die Zerstörerin. Gesundheit.
Das ist unnütz für einen Tank. Oh, bald krieg ich einen Ölteppich. Ich hoffe, ich kann den anzünden. Und Satan opfern. Auf Liegen wäre doch schön. Auf dem Ölteppich? Ja. Ja, auf dem Teppich liegen, okay, aber auf dem Ölteppich? Der hält dich dann so fest und du bist mittendrin und deine Beine gucken halt unten raus. Satelschans Tunika. Steht mir ja auch gar nicht mal so gut. Ist die hübsch? Lass mal gucken. Naja, ist halt eine Tunika. Also. Ist halt für die Jedi-Meisterin. Ja, du holst dann halt die Stripper-Rüstung von Tatooine. Ich will keine Stripper-Rüstung haben. Sondern? Weiß ich noch nicht. Irgendwas Schönes. Sag mal, ihr seid auch gelistet, ja? Nicht, dass das wieder daneben geht? Ja. Ja. Was könnten wir denn jetzt noch machen? Wir spielen Verstecken. Wow. Für diese kreative Idee erstmal gegen das Mikro hauen und klatschen. Dankeschön. Warum sind auch, dass die Idee sehr kreativ war. Wie kommt. Ich guck jetzt mal, wie man in diese VIP-Zone kommt. Ich akzeptiere sämtliche Währungsformen. 1.250.000. Och, ist ja fast gar nichts. Cool, ich könnte mir jetzt einen Kurier kaufen, der Domi Blumen bringt. Cool, geil. So, ich glaube, da geht's zum VIP. Achso, die. Guck mal, hier oben auf dem Turm ist, glaube ich, die VIP-Lounge. Ja, ich sehe es da oben. Ach nee, das ist ein Werbeterminal. Wo ist die VIP-Lounge? Frage ich mich. So, können wir jetzt mal eingeladen werden? Das ist doch raumiger Kampf. Der war wahrscheinlich ja, am Anfang. Ja, da haben die meisten keinen Bock drauf. Treuhandkonto-Transfer. What the fuck? Ja. Ja, Abonnenten besitzen ja kein Treuhandkonto, weil die haben ja eh alles bar auf der Kralle. Eben. Ja, deswegen hatte ich auch alles ausgegeben, als ich das letzte Mal abonniert habe. Und noch 300.000 behalten. Wir haben übrigens vergessen, das Geld zu übertragen, fällt mir gerade mal so ein. Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass wir das irgendwie später machen? Ja, war eigentlich nach der ersten Session oder vor der zweiten geplant, dass wir das irgendwie zwischendrin mal machen. Also nicht in der Aufnahme, logischerweise. Aber ist ja, ja nicht so schlimm. Machen wir das halt vor der nächsten. Und vergessen es vor der nächsten. Machen genau. Wir es nach dieser und vergessen es vor der nächsten. Nee. Hält mich ja noch länger ab von irgendwas. Ist ja öde. Vom Geld ausgeben. Unter anderem. Genau, ich hab dein ganzes Geld eigentlich gar nicht mehr, es ist alles weg. Verhurt und versoffen. Genau. Kann ich hier nicht irgendwie die Karte wechseln? Übrigens, du kannst auf der Karte angeben, dass dir alles angezeigt wird. Wurde mir trotzdem nicht vorhin. Krasser Scheiß. Mir wird jetzt alles angezeigt. Na endlich. Hey. Komm jetzt, Space Invaders. Jawohl. We are in space. Und das, was wir da sehen, da fliege ich auch gleich hin. Das ist das nördliche Ding. Es gibt nur ein Ziel, die Verrichtung des... In diesem Spiel geht es darum, die feindliche Todes der Hölle. Ich glaube, das ist was anderes. Ich glaube, das ist eine neue Map. Okay, ich bin jetzt Bomber. Bam, 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 ran. Ba, 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 Alter, wie viele wir haben bei uns, ey. Was sind das da für Hyperraumbojen? Keine Ahnung. Fliegt aber in, ihr seht doch auch diese Vierecke da, ne? Also Rauten. Mhm. Lass mal hingehen. Wieso kannst du da schon hin? Ich kann doch nicht, aber ich sehe es ja schon auf der Karte. Ach, da kann ich spawnen. Okay, hat sich schon erledigt. Achso. Achso, ja, dann guck ich mal, wo will ich denn spawnen? Ich spawn in der Mitte. Da ist gar keine Hyperraumboje, wo ich in der Mitte spawne. Ich spawn links.
Ach so, Hyperraumboje ist einfach nur die Boje auf dem Schiff wahrscheinlich. Und hier, wo wir jetzt bauen, fliegt einfach nur eine in der Luft rum. Ich bin auch gleich da, wo ich hin wollte. Was sollen wir eigentlich machen? Leute umficken? Ja, ich hab keine Ahnung. Echt nur killen? Mhm. Cool, und ich hab einen Bomber. Richtige Wahl, würde ich sagen. Das Problem ist, der Bomber ist so lahm. Ich bin in Call of Duty ja schon immer so ungeduldig, wenn ich keine Runner-Klasse hab. Weit weg. So, ihr seht jetzt, was da vorgezogen ist. Da muss ich hinschießen, damit ich ihn in den Flug schieße. Und jetzt? Loslassen. Scheiße. Hat nicht geklappt. Oder hat's geklappt? Hey, das ist General Sergei. What the fuck, ich wusste gar nicht, dass Sergei mitspielt. Sie sitzen im Nebenzimmer und denken sich, die machen wir jetzt platt. Ja, wahrscheinlich. Reicht ja, glaube ich, ein Level 1 Charakter, um uns hier anzugreifen. Also hier mit uns mitzuspielen. Ich bin mir echt... Aber guck mal jetzt, die haben schon 8 Kills, 9 Kills. Jawohl. Läuft ja schon mal nicht so gut. Boop, boop, boop. General Sergei, tatsächlich. Schilde müssen oben bleiben. Bin echt zu schlecht dafür. Ich auch, aber ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich komme mit dieser Steuerung einfach nicht klar. Ich hab's mir verpeilt, ja, wie man... Ich hab verpeilt, wie man diese Bomberraketen abschießt. Mach mal piep, 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 piep. Ja, aber es macht mal piep, 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 piep. Also, wer nicht abgeschossen, es wird immer nur abgeworfen. Und macht blub und es wurde abgeworfen. So wie Atombombenexplosion. 3, 2, ach nee, doch nicht. Muss mich umdrehen. Du musst Rechtsklick halten. Ja, ich weiß. Aber trotzdem fliegt die nicht los, wenn er lange genug. Du musst ihn ja lange genug andingeln. Ja, das ist halt der Nachteil an diesen Dingern. Ja, dafür sind sie zielsuchend. Beim Scout zum Beispiel musst du zielen können. Lord Plagui. Plagui. Da bestimmt Lord Plague. Boah, Alter. Lord Plagueis? Gibt's den? Ja. Kennt man den? Wer ist das? Der wurde sogar erwähnt im dritten Teil. Weißt du, wann ich das letzte Mal den dritten Teil geguckt habe? Okay, andere Antwort darauf. Weißt du, wann ich das letzte Mal Star Wars geguckt habe? Das ist unverschämt lange her. Ja, das ist wirklich schade. Ja, es ist wirklich eine Schande. Bisher noch keinen Kill zustande bekommen. Gar nichts. Noch nicht mal jemanden getroffen. Noch nicht mal einen getroffen. Ist auch schon mal nicht schlecht. Doch, ist es. Das nenne ich Spaß. Das nenne ich Spaß. Ja, wenn ich jetzt noch jemanden treffen würde, das wäre ein Spaß. Erstmal Waffen wechseln. Jetzt habe ich hier die langsamen, wie ihr seht. Die machen mehr Aua. Aber die treffen auch scheiße. Also ich würde euch empfehlen, den Bomber mit den schnellen Waffen. Hauptsache irgendwas trifft. Marcel, du musst halt in das Fadenkreuz, was ihm vorausfliegt, schießen. Damit du ihm halt in den Flug reinschießt. Ja, aber so gut kann ich nicht zielen. Das kennen wir ja von Call of Duty. Maul. Kann für meinen schlechten Laptop nichts, okay? So. Und dein Laptop kann für deinen Skill nichts, aber er wird trotzdem immer als Ausrede benutzt. Ja, das wird sein. Ja, bin ich mir sicher. Ja, auf jeden Fall.
Mann! Ja, ich will umdrehen. Lass mich bitte umdrehen. Ich möchte bitte umdrehen. Ich möchte bitte weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier... Ah, Mario, bitches. Ah, Mario, bitches. Irgendwie fliegen mir dauernd Raketen hinterher und ich weiß selber nicht, wie ich die wegkriege. Warum haben wir eigentlich so merkwürdige, runde Kellerasselschiffe und die haben so eine Kreuzer? Sind das nicht eigentlich unsere Kreuzer? Nein, ja doch. Nee, früher waren die... Von denen, wir haben die geklaut. In den Filmen. Genau. Oh, das wollte ich nicht. Na, Dom, du kannst mir jetzt 20 Mal erklären, wer Lord Plagueis ist. Darth Plagueis, der wurde von Palpatine erwähnt, um Anakin auf die Seite zu ziehen, der halt Leute am Leben halten konnte und so alles. Okay. Und der dann später so mächtig war, dass er dann von seinem Schüler im Schlaf getötet werden musste, um dann zum Darth aufsteigen zu können. Okay. Der Schüler durfte dann zum Darth aufsteigen oder ist er gestorben? So, wir nennen ihn jetzt. Nee. Wir sprechen ihn jetzt heilig wie in der Kirche nach dem Tod. Hätte ja sein können, wa? Schieß diese Drecksrakete ab! Ja, was? Wer bei den Sith stirbt, ist einfach zu schwach und abschauen. Ach so. Das heißt, wer so 6 Milliarden Jahre alt wird, ja, hat sich halt gehalten, wa? Hab ich irgendwas gekillt? Nein, jawohl. Wir sind alle schlecht. Wir sollten uns schämen. Ich hab wenigstens zweimal Unterstützung gemacht. Respekt. Da habe ich dir gerade ins Mikro den Daumen gehalten. Und dann ist mir aufgefallen, dass das Mikro keine Webcam hat. Alter, ich fühle mich trotzdem angesprochen. Gut. Voll nett von dir und so. Ja, ich weiß, danke. So, was kommt denn gerade so auf Sky? Golf. Golf. Noch mehr Golf. Wieder okay?